Was ist das da in der Ecke? Ach ja, ich glaubte, ich brauche noch Geld. Eisen brauche ich. Brauche ich. Für die Ranke gibt es nichts. Einen Zahnstein brauche ich. Aber die Wasserfähre kann ich, glaube ich, verkaufen. Und die Linsen. Und die Lampe habe ich jetzt keine Ahnung. Fangen wir mit 100 an. In der Schleifstein gibt es auch nicht gerade viel. Aber mal probieren. Okay, das war jetzt hier. Was war denn das? Die Wasserlampe war zu wenig. Ja, oh Mann, nur eine Wasserlampe. Ne. Und gehen diesmal 500 ein. Man muss sich halt ranpirschen. Die Wasserlampe natürlich zu teuer mit 500. Dann nehmen wir da erstmal die Mitte oder sagen wir 300. Waldes Gefäß. Da muss ich jetzt mal nachgucken. Kann ich dann hier auch drauf gehen und nachgucken? Jawohl. Na, 100 war schon richtig. Aber Weißstein war ich mir nicht so sicher, ne? 150, da waren sie alle. Huhuhu, super billig! Dann muss ich das wohl mal hochsetzen. Manche gucken nur aus dem Fenster. Hauptsache es wuselt, hä? Jetzt geht doch mal was kaufen hier.
Ah, jetzt im richtigen Preis für Weichstein. Und das war jetzt zu teuer. Aber den Weichstein kann ich schon mal platzieren. Und das ist jetzt zu teuer. Dann gehen wir nochmal auf 200. Was hatte ich denn vorher? Nochmal gucken. 100 waren zu Zoll. Ah, mal 200. Und der Weichstein jetzt okay? Yep. Ach so, die Lampen teste ich ja noch. Was habe ich noch? Die Ranke brauche ich nicht. Schleifstein gibt's nichts hier. Waren zu viel und 200 waren zu gut. Probieren wir, ne? Eigentlich guckt sich immer mal der Bogen an. Der Bogen ist zu teuer, habe ich mir schon gedacht. Ich muss so viel bezahlen, aber kriege ich natürlich nicht dafür. So, dann haben wir auch den richtigen Preis. Das Teil. Dann verkaufen wir den auch noch. Und der Bogen 1000 ist auch okay. So, Laden ausverkauft. Oder habe ich da noch irgendwie was? Naja, hier bin ich jede Menge. Muss ich mal gucken, was ich habe und was ich kaufen will. Das brauche ich ja irgendwie. Schleifstein gibt es nichts für. Zahnstein brauche ich und gibt es auch nichts für. Die Goldruhen habe ich noch nicht erkannt, wozu ich die brauchen würde. Also verkaufe ich die mal, die Wasserlampen auch. Die kristalline Energie. Stahl. Die Tränke natürlich nicht. Der Golemmeißel. Wozu ist der gut? Muss ich mal beim Schmied gucken. So, wir schließen jetzt. Ich muss für die Rüstung tun. Dann will man hier mal gleich drauf gehen. Also das ist ein Eisenhelm.
plus 40 Leben. Und der Stahlhelm? Ach, der macht mich langsamer. Warum kann man jetzt nicht mit der Maus da drüber gehen und gucken, was das ist? Also das erste ist meine Lebenspunkte, das ist klar, das Herzchen. Dann ist das Angriff, Verteidigung und wie schnell man geht. Also ich möchte ja nicht langsamer werden. Ich frage mich aber gerade, warum ist der Stahlhelm so schwer, dass ich langsamer werde als der Eisenhelm? Der springt doch so komisch hier. Sechs, vier, drei. Sechs, zwölf, drei. Ach da, deswegen ist der so schwer. Der hat aber wirklich nicht. Ich will nicht langsamer werden. Muss ich mir da eins aussuchen oder kann ich das kombinieren? Guck mal, da bin ich sogar noch schneller mit. Mit der Stoff. Bandana. Stoff und dieses. Das sind Linsen oder Wasser oder da in der Mitte. Also langsamer will ich nicht werden. Also hier könnte ich einen Stahlhelm oder eine Rüstung. Auch plus 50. Minus 4. Und Stahlstiefel auf minus 4. Kann ich das denn kombinieren? Ich nehme jetzt die Stahlrüstung ist nur minus 4. Sag ich mal okay. Zack, aufnehmen. Dann reicht es immer nur für die Stiefel. Das werde ich dann im nächsten Mal rausfinden. Also diese komischen Wasserteile brauche ich auch irgendwie noch. Aha, und diese Planken brauche ich hier für das Schwert. Plus 40. Rundumschlag, nehme ich mal an, heißt es. Rostiges Kurzschwert, Soldatenkurzschwert. Ach, da brauchen wir auch diese Golempfeile, was man da hat. Oder Golemmeißel. Ich muss hier ganzen Eigens merken. Hier brauchen wir auch einen Golemmeißel. Felsengrot auf plus 50, minus 10. Ja, dann gibt's dann auch nicht mehr viel, ne? Hier, plus 62, minus 10. Speere. Handschuhe. Plus 30 und Rundumschlag oder was? Mit einem Bogen? Ich muss mal das in der Mitte, diesen Lötkolben oder was das sein soll, da finden. So, wie rüste ich das dann aus? Oder ist das automatisch? Aha, da gehört die hin.
Die nehmen wir natürlich mit. Ja, genau, das ist dieser Golemmeißel. Nein! Ach, 5 reichen. Stapeln kann man die ja nicht, ne? Das ist X nutzen. Ist das dann voll? Und so? War nicht? Hä? Mal anders versuchen. So, schon wieder alles. Okay, mehr als 5 kann man nicht tragen. Öffnen. Dann packen wir die 2 wieder zurück. So, und den Rest lassen wir mal da drin. Was ist denn das da für ein Kohl? Ach, das sind Gießereireste. Nein, die brauchen wir, wenn wir da noch was haben. Ja, und jetzt haben wir 150 Lebenspunkte. Also mehr macht die Rüstung nicht, außer einem Lebenspunkte geben. Und da müsste ich jetzt leer sein. Genau. Dann machen wir mal ins Dungeon. Richtig doch nicht so stark. Na, der Bogen taugt mir schon. Ich wollte, meine erste Intuition war, nach oben zu gehen. Das tue ich jetzt auch. Die kleinen, miesen Viecher sind echt total nervig. Fängt auch noch das Rennen an. Na, viel habe ich ja nicht bisher erbeutet und werde ich mich mit so einem jetzt. Da wird da Steingolem drin sein. Und da geht es dann tiefer. Die kleinen geht es immer tiefer. Die großen geht's raus. Ich traue mich aber noch nicht so richtig in das andere Level.
31 ausgibt. Ich mach mal hier den Level erstmal ausbeutungstechnisch fertig. Ich hoffe halt nicht immer so in Kurven. Ich könnte mal den Eindruck gewinnen, ihr wollt nicht getötet werden. Ne, es fällt alles darunter. Ausbeutet. Da ist doch noch was zu holen. Aber jetzt hier mit dem Trick, also mir gefällt der Bogen. Schießt er nämlich da auch durch. Ah, nicht nur das. Und langsam kommt das auf mich zu. Sich das irgendwann auch auflöst, oder? Immer noch erst 67, also es gibt noch was. Es gibt noch was zu holen. Hier gibt es wieder was zu lesen. Sie sind wie Motten, das hatten wir schon. Hier gibt's sonst nichts. Was ist eigentlich mit dem? Da kann ich den auch beschießen. Aha. Okay. Und da hinten hätten wir ja auch noch was. Hier gibt's aber nichts. Muss ich nicht mehr hinlaufen, dank Bogen. Bogen ist gut. Bogen gefällt mir. Wer braucht schon ein Schwert? Mit dem richtigen Abstand. Ja, erst den unteren fertig machen. So, da war ich noch nicht. Bleib mal auf deiner Seite. Ich komm schon zu meinem Pfeil. Platz mehr. Ich schmeiß mal die Wurzeln weg, die sind eh nicht viel wert. Ja, dann muss ich jetzt rechts drücken, ne? Genau. Oben oder unten? Ja, ist ja recht. Dann nimm die und pack die dahin. So, mehr geht eh nicht. Nächstes Ziel ist dann ja noch mehr Rüstung. Ja, und einen anderen Bogen. Noch ein bisschen Bogen. Aber ich glaube, ich bleib beim Bogen. Pff,
Für die Rank habe ich ja irgendwie diesmal auch nichts wert. Die mächtigen Kristalle behalte ich natürlich. Die Glaslinsen, nee, das Ding, das, die Wasserpsäre brauchte ich. Den Stoff brauche ich auch. Das Genie brauche ich auch. Den Zahnstein komischerweise auch. So, für mich behalten. Was war das? Das brauche ich auch. Das ist auch Stoff. Den habe ich auch gesehen. Das brauche ich noch mehr Stoff. Den Heiltrank auf jeden Fall. Die Linsen verkaufen und das uralte Gefäß auch. So muss das. Glückliche Kunden, dann bin ich auch glücklich. Wir sind ausverkauft, liebe Leute. Na, hat doch was gebracht. Das ist für den Kopf, ne? Das ist Stahlhelm. Macht mich sehr viel langsamer. Die Bandana macht mich schneller. Hat aber nur plus 30. Macht mal 8 schneller. Ich glaube, die nehme ich. So. Rüstung habe ich ja schon. Stiefel könnte ich jetzt hier. Ich mache mich ein bisschen langsamer. Aber 4 minus ist natürlich schlecht. Die finde ich okay. Die machen wir doch bitte auch noch. Und dann bin ich pleite. Und tschüss. So, was habe ich denn da noch für Plätze? 2 Plätze habe ich noch. Na, jetzt habe ich 200 Punkte. Gucken, ob ich noch irgendwie was verzaubern kann. Ja, zum Beispiel meine Stoffbandana. Plus 15. Verteidigung. Okay, das kostet 2000. Dringend haben wir noch genug. Also! Ich brauche mehr Geld.
Dafür brauche ich mehr Schätze, die ich in meinem Laden wieder verkaufen kann. Und 200 sollte man auch immer behalten für die Rückkehr.